Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier in unserem geliebten Sanctuary Hills, haben im letzten Part angefangen unser hübsches Café zu machen, haben wir schon mit Strom versorgt und es ist open. Mami, gefällt das so gut. Echt, es ist so toll. Kotzi, bist du beschäftigt? Ich brauche nämlich Leute, die nicht nur unser Café hier betreiben. Du bist beschäftigt. Sondern nicht beschäftigt, ne? Du bist eigentlich mein Begleiter. Wir brauchen unbedingt Leute. Dich kann man zuweisen zu etwas? Na, oder? Na. Wir brauchen unbedingt Leute, die unseren Marktplatz dort betreuen. Und ich hoffe, dass wir hier irgendwann noch mehr Leute dazu bekommen, die hier in unserem schönen Dörfchen leben wollen. Wir haben 3 Farmer. Ist das eigentlich zu viel Essen schon? Ist das hier eigentlich schon zu viel Essen? Weil ansonsten könnte ich dich vielleicht sogar schon hier für einen dieser Marktstände hier begeistern. Eventuell vielleicht. Hat sie ihn gehauen? Ja. Zugewiesen. Ein Marktstand. Na, vielleicht klappt das ja schon. Zu essen haben wir noch genug. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut und sehr schön. Das gefällt mir. Gut. Genau, wir wollten hier noch vielleicht ein bisschen was Grünes herbauen. Dazu muss man hier auf Deko und auf hier und auf da. Und dann werden wir hier vielleicht am Rande so noch so ein hübsches Christbäumchen hinstellen. Zumindest war das mein Plan. Dann stelle ich ihn halt dahin. Ist mir auch wurscht. Und so. Ja, dann haben wir hier noch ein bisschen Grün. Das passt ja so. Es wäre ja echt schön, wenn es mehr solche Sachen gäbe. Zum Beispiel Plastikblumen und solche Dinge. So ein richtiges Blumenkistel, was man quasi vielleicht hier so herstellen könnte. Boah, das wäre halt echt fesch. Aber wir können uns ja anders behilflich sein, ne? Wie wäre es denn hier mit so einem hübschen Pappendeckel? Für Nuka-Cola und so. Muss ich den wieder drehen, weil der anders ausschaut? Oh, oder wir nehmen einfach sowas. Wir stellen einfach sowas auf. Schau mal, warte. Oder warte, hier vielleicht? So. Das machen wir. Schau, so. Dann haben wir schon hier einen hübschen Busch. Ja, genau so machen wir das. Und hier eben noch einen zweiten. So. Tada! Und schon haben wir hier alles schön grün. Und hier vielleicht noch, weil es so lustig ist, so ein kleines, das da, so ein Nuka-Cola-Männchen. Dann ist der Laden hier schon so gut wie eröffnet. Schau. Einfach da so hin, so zur Gaude. Gefällt mir gut. Ah, schön. Ja, wieso nicht? Ist wenigstens möchte gern grün. Sehr gut. Gut. Ja, ich wollte dann noch eine Lampe. Einen Meisterlampe wollte ich noch aufhängen. Was? Wie kannst du nur? Der arme Hase. Nein, nein, da ist nicht der Hase gemeint. Ja, da bin ich mir absolut sicher. Ich meinte nämlich hier so eine Lampe hier zum Beispiel, weißt du? So. So zwischen die Stände. Die Marktstandeln. So, da einer. Na, komm. Da einer. Und hier wäre einer noch, also wäre mir persönlich noch ganz lieb. So. Dann kann man hier nämlich auch in der Nacht herumstrawanzen. Und man hat immer schön Licht. Vielleicht noch hier ein. Geht sich das noch aus mit Strom? Tatsächlich.
Aber hier, glaube ich, wird schon vorbei sein, oder? Ja. Dann müsste ich um die Ecke bauen. Den reiße ich wieder ab. Ja, damit. Das reicht schon so um die Ecke. Eigentlich wäre es schön nur da. Na, das passt schon so. Das passt schon so. Dann können wir hier irgendwann mal noch was herbauen. Ah, ich glaube, das geht schon, glaube ich. Das geht schon. Wir haben immer noch Geldprobleme. Also allzu viel kann ich leider immer noch nicht verschönern. Leider, leider, sagt der Schneider. Aber ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Hier haben wir noch gar nichts gemacht, ne? Um Gottes Willen, wie schaut es denn da aus? Ja, dann die tun wir lagern. Was haben wir da? Das tun wir verwerten. Ja, der Stuhl ist eigentlich gar nicht mal so hässlich, den können wir lassen. Aber den Hocker. Das können wir eigentlich alles noch lassen. Ach du Heilige. Ja, ein 0815 Bett, das verwerte ich aber. Da kommt definitiv ein schöneres rein. Ja, und der Stuhl ist hässlich wie die Nacht finster. Na, da kommt definitiv ein schöneres rein. Nein, falsch, hier. So, Bettchen. Das da. Ich würde auch sagen, wir legen ihn diesmal so hin, das Bett. Also wir legen das Bett hin, genau, wir stellen das Bett so hin. So. Damit er auch was von der frischen Luft und so hat, der Kerl, der hier schläft. So steht denn das eigentlich alles auf dem Müllhaufen hier. So. Die Schublade. So. Und hier war eigentlich auch mal offensichtlich ein Büro. Das können wir theoretisch nicht da reinbauen. Das wirklich da so stehen lassen? Das ist auch halt auch nur ein Badezimmer. Da rein, oder? Da machen wir das Büro. So schaut's aus. Den Ventilator lassen wir nämlich auch. So. Ja, da machen wir ein Büro rein. Ja, sicher. Aber schon fix. Wenn es halt funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. So mal. Fenster gibt es ja nicht wirklich, ne? Nein. Dann passt das schon so. Komm daher, Schreibtisch. Schreibtisch. Ich würde sagen, so vielleicht. Na, wo kommt das Bett jetzt her? So. So. Ich würde sagen, so vielleicht. So. Den von und zu Ventilator. Den würde ich gern eigentlich darauf stellen. Ja. So, das müsste stimmen. Ja. Och, du Heilige. Dann den Tisch. Aha. Zuerst kommst du mal kurz dahin. Dann du. Würde ich sagen, einfach so hin. Oder drehen wir ihn so. So vielleicht. So vielleicht. So. Du, mein lieber Stuhl, kommst da so hin? Den Barhocker können wir theoretisch im Eck lassen. Und das hier schaut halt auch noch recht wild aus. Das würde man so vorschlagen. Und vielleicht so. Den schönen Teppich. Aha. Stimmt, da war ja was. Zuerst den Teppich, dann das andere. Boah.
Komma, so dann. So ist Teppich gut, so ist Teppich gut. Teppich gut. Dann, so. Und einmal so. Hui. Ich würde sagen, ungefähr so. Boah. Den kann man eh so stehen lassen. Ich glaube, das ist so schon mal zum Aushalten. Die Kaffeekanne kommt natürlich auf den Tisch, wenn das noch irgendwie klappt. Platzieren. Das haut so hin. Kann man das irgendwie aufstellen? Ich glaube nicht. Dann verwirrt man halt. So. Wer nicht mittut, der wird verwertet. So schaut's aus. Oh, ein Radio. Ein Radio. Der wird sich hier gut machen. Dann brauchen wir hier natürlich noch ein bisschen Strömchen. Ein bisschen Strömchen. Badewanne hatten die ja schon. Licht wäre auch nicht schlecht, freilich. Ganz klare Sache. Vielleicht können wir mal was von der Decke, so einen Spot hängen, also machen tun. Spots. Sowas vielleicht mal. Das haben wir auch noch nicht gehabt. So, und da muss ich wieder einen Generator holen gehen. Die Hütte da habe ich auch noch nicht gemacht, ne? Oder? Wohl, das ist unser Haus. Passt schon. Hol dir einen Generator und dann haben wir Licht. Und dann gibt es Strom. Ach, wie fein ist das? La-da-dam. Wir haben zum Glück so viele. Und die brauchen wir anderswo. La-la-la-la-la. Komm du mal mit. Du hübscher Generator. Ich baue dich um. Da-da-da-da-da. Ram-bam-bam-bam. Generatorlein. Tra-la-la-la-la. Ja. Cheppergorn, Alter. Alter Cheppergorn. So, ich würde sagen, dann tun wir wieder hinterm Haus. Ich stelle ihn mal so hin. So, wir haben eh so viele von dir gebaut. Da wäre es doch jetzt echt schade, wenn wir die nicht nutzen würden, oder? Oder? Ist nur die Frage. Ich glaube, den so herstellen wäre gar keine so schlechte Idee. Den einen mal. So. Dann tun wir den. Da hinstellen. Wenn er möchte. Wenn er mitspielt. So. Kann man dich... Ja, man kann dich wieder aufstellen. Das ist sehr gut. Sehr gut ist das. So. Gleich mal verbinden. Vielleicht geht es sich aus. Ist da schon Strom drin? Na. Da braucht man dann definitiv noch sowas. In klein. Ich denke mal darauf. Das wäre ganz fein. Oder warte. Da gibt es doch einen hübscheren. Den da. So vielleicht. Würdest du? Und geht jetzt was? Wahrscheinlich noch nicht ganz. Und? Ja! Strömchen! Hey. Und Licht! Was? Servus, Sturges. Sturges.
Der Sturges ist das. Der Sturges. Fisch, da haben wir Strömchen, das passt. Gut, dann noch dieses Haus hier. Also die beiden. Und da drüben ist, glaube ich, noch eins. Dann sind wir auch schon fertig. Hallo, was haben wir da? Oh, ja. Kotzwurf. Kotzwurf singt. Hi. Voll niedlich. Um Gottes Willen, da habe ich gar nichts gemacht. Wie schaut's denn da aus, bitte? Dich verwerte ich. Keine Frage. Du genauso. Du auch. Du Mülleimer. Was haben wir denn da? Okay, das kann stehen bleiben. Ich hätte das gern verschoben, aber... lass mal's halt schief. So. Dann fangen wir mal an. So. Einmal so. Mit der Couch und so. Dann der Beistell vom Tisch. Oh, jetzt ist das weg. Na, jetzt ist der Koffer um weg. Ich dachte, das bleibt. Der hat so schön ausgeschaut. Ach, Käse. Ist ja wieder typisch. So. Ist ja wieder typisch, Mann. Vielleicht hier so ein bisschen schräg. Na, schaut glaube ich nicht schön aus. Warte, du kommst mal hier hin. Da würde ich gerne... So ins Eck. Und dann passt es mit dem Couchtisch nicht ganz zusammen. Vielleicht können wir den aber schräg machen. So vielleicht. Du kommst dahin. Ich würde sagen, ungefähr so. Ja. Und den Couchtisch könnten wir eigentlich so, na, so am Rand. Das ist halt auch ziemlich blöd zum Hatschen. Was, wenn ich den komplett drehe, so? Oder ich stelle ihn daneben. Ich hab's. Entweder hier hin. Na, dahin. Den stellen wir dahin. Warte mal, der Tisch muss weg. Halt. Der Tisch kann ruhig wieder so bleiben. So. Ich glaube, so hatten wir ihn. So da. Und du kommst einfach hier hin. So. Und so. Die können ja außen und herum gehen. Das klappt dann schon. Wo kommst du jetzt wieder her? So. So kann man es, glaube ich, lassen. Den stellen wir noch hier ins Eck. So, ich glaube, so können wir es lassen. Oder wir rücken noch mit dem ganzen Stückchen nach vor. Vielleicht. Ich glaube, das könnte was werden. So vielleicht. So.
Genau, so schaut schon besser aus. Hier werden wir noch ein Tischlein herbauen. Einen schönen Tisch. Einen schönen Tisch, lalala. Sowas vielleicht. Da wäre das sowas schöner. Das ist ein riesengroßer Tisch. Ein riesengroßer Tisch. So, alles schön verbauen. Ja, das ist das Wichtigste. Ich stelle ihn aber mit Absicht so hin. So. Da gehört auch dringend eine Tür rein. Wenn es klappt. So. Vielleicht so. Und den Hocker. Kann man eigentlich auch so her tun. Na, dann kann jemand vorbei. So vielleicht. Jo. Geht hier eine Tür? Ich fürchte nicht wirklich. Hier wäre halt echt kaputt gewesen, wenn da eine Tür reingepasst hätte. Aber das wird wahrscheinlich... Na, das wird nichts. Na gut, dann eben halt keine Tür. Ah ja, stimmt, da haben wir es schon gemacht. Den Garten ein bisschen hübsch gemacht, genau. Da könnten wir das hier eigentlich auch mit einer hübschen Lampe versehen. So. Da. Warte. Ich würde sagen, so. Und dann hier wieder mit einem Generator. Den werden wir ungefähr dann hier hinstellen. Oder da drüben hin. Da so her wieder alles mit Strom versorgen. Ja. Die Bäumchen hier will ich gerne stehen lassen. Mit purer Absicht. So, dann einen Generator noch schnell holen. Die Windmühle können wir da hinten noch. Windmühle, sage ich. Dieses Windkraftwerk da drüben, das können wir noch unten zu den anderen zwei Generatoren dazustellen. Wow, fast in die Falle gelaufen. Die ist irgendwie außer Betrieb. Ich habe nur Glück gehabt. Die ist irgendwie außer Betrieb. So, dich wollte ich mitnehmen. Jedenfalls wollte ich dieses Windrad dort zum Fluss wieder hinstellen, wo wir die beiden anderen Generatoren hatten oder haben. Ja, dann ist da hier auch schon aufgeräumt. Jö, ist das jetzt ein übler Nebel. Bäh. Sieht man ja gar nichts mehr. Boah, das blendet. So. Das sind wir auch schon. Ich würde sagen, ich stelle den Kerl mal hier hin. So. Dann machen wir sowas, probiere ich mal. Einfach mal hier in die Wand klatschen. Und verbinden. Geht Licht? Ja, es geht Licht. Uha. Super. Super. Dann werden wir hier noch so einen großen Masten herknallen. Da. Da drüben, würde ich meinen. So. So in etwa. Und verbinde du's. Ja, das geht gut. Und dann können wir hier... Das ist echt schlecht. Hui.
Dann kommt hier auch so ein Dings ran. Nochmal so ein großer. Wäre eigentlich eh wurscht. Halt, ich bin aus dem Baumenü draußen fast. Boah. Wow. Die Grenze wurde fast überschritten, aber nur fast. So, da wollte ich nochmal so einen großen machen. Aber ich glaube, das ist ein Blödsinn. Schauen wir mal. Ja. Dann wollte ich, dann müsste es eigentlich hier schon passen. Haben wir hier überhaupt einen Fernseher? Ja, Fernseher haben wir. Einen stromlosen Fernseher. Ich würde sagen, dann nochmal sowas. Klatsch. Und Stromilein. Ja. Fernseher ist an. Sehr schön. Genau, da oben. Da können wir dann nochmal irgendwas so mit Laser und so Schutz und Dingens bauen. Wieso können? Tun wir doch gleich, oder? Falsch. Hier. Geschütztürmchens. Schweres Lasergeschütztürmchen. Ja. Das war mit Strom, ne? Ja. Ganz genau. Schön am Dach oben verstecken. Und dann müsste es hier... Halt. Ja. Das haut hin. Super. Super. Was machst denn du da draußen, Badewanne? Wahrscheinlich wollten sie die zum Verkauf geben. Okay, da war ich wieder fleißig. Da habe ich... Da war ich wieder so gut und habe hier schon was gemacht. Das schaut eigentlich nicht schlecht aus. Das können wir glatt so lassen. Was mache ich mit der Badewanne? Ganz einfach, weg damit. Gut, dann haben wir hier auch schon Strom. Dann fehlt eigentlich nur noch der hier. Den können wir ja mit dem Generator betreiben. Ja, das Holzstück kann man ruhig verwerten. Das schaut nicht hübsch aus. Dann ist eigentlich wirklich nur noch dieses Haus hier. Sogar da war ich schon brav. Ich bin entzückt. Oh. Oh. Bei der Verteidigung vom Starlight Drive in der Hakerl. Wir haben gar nichts geholfen bei der Verteidigung, aber wir haben so viel, anscheinend so viele Schussanlagen und so gebaut, dass die sich jetzt mittlerweile schon selber verteidigen können. Eine Angel. Na toll, was mache ich denn mit der? Kann man die irgendwie schöner hinlegen? Irgendwie? Hm. So vielleicht? Vielleicht will hier mal ein Fischer wohnen oder so. Hier fehlt nur noch ein Bett eigentlich, ne? Da können wir es hier hinstellen, das Bettchen. Für den Fall, dass hier noch jemand einziehen möchte. Falsch. Da. So. Für den Fall, dass hier noch jemand einziehen möchte, stellen wir ihm einfach mal hier ein Bettchen her. So. Sehr fein. Jetzt haben wir durchs Bauen eigentlich schon wieder fast Level Up bekommen, ne? Warte, ich will das hier verwerten, bitte. Wenn schon, dann möchte ich hier... Warte, das dürfte eigentlich so passen, ne? So. Zwei Stühlchen, das dürfte schon passen, so. So, die stellen wir auch ein bisschen noch schöner hin. So. Dann können die Leute sich auch hinsetzen. Dann fehlt hier eigentlich nur noch Strom. Strom. Würde ich auch sagen, sollen wir da so einen großen Masten herbauen? Ich denke. So. Ich denke, das wäre keine so dumme Idee. Ist der Kabel im Regelfall
Okay, da hätte ich hier auch nochmal so einen herbauen sollen. Kabel. Ja. Da wäre hier nochmal so ein großer nicht schlecht. Damit niemand in den Kabel reinläuft aus Versehen. Ja. Unfälle passieren. So, Klipsel. Ja. Schon besser. Ist hier zufälligerweise, glaube ich, noch kein Strom. Dann brauche ich nämlich noch dieses eine Teil da. Das hier. Ich würde sagen, einmal so probieren. Ja, ist jetzt schon zufälligerweise Strom? Na. Da muss da unten drunten. Da muss sowas nochmal her. Ich fürchte auch, dass so eine Leiter nicht schlecht wäre. Können wir eigentlich eh nochmal eine bauen? Warte, was habe ich gemacht? Ich glaube so und so. Theoretisch. Theoretisch so, ne? Naja, schön ist halt wieder was anderes. Ich müsste hier hin. So vielleicht. Ja, ich glaube, so wird es passen. Lalala. Lalila. Und hier noch. Batsch. So. Klappt das? Nein, weil der zu weit herüben steht. Das heißt, langsam, der muss ein Stückchen weiter hierher. So. Jetzt könnte es was werden. Ja. Und jetzt müsste man auch theoretisch... Aha, das schaut schier aus, aber... Ja. Nicht ganz optimal. So schon besser. Jetzt müsste das normalerweise schon funktionieren. Ja, klappt. Prima. Jetzt fehlt hier drin nur noch ein bisschen Licht. Vielleicht haben wir hier auch was Hübsches. Ventilator könnte man auch machen. Eine Disco-Kugel. Die müsste man drüben noch hinbauen. Aber so ein Ventilator wäre sicher nicht, oder? Na, lassen wir hier die Ventilatoren weg. Sonst wird es irgendwie nicht schöner, ne? Entweder stellen wir hier sowas noch drauf, also so. Kein Licht? Echt? Geht sich das nicht aus? Echt? Wirklich? Halt. Jetzt? Na. Doch, jetzt. Auf einmal wird's hell. So. Ich glaube, das passt schon so. So ein kleines Licht hier. Hier wäre halt noch was schön gewesen. Ah, da ist ja was. Da ist eine Lampe. Aber die ist nur zur Deko da. Das ist nicht schön. Zur Deko. Vielleicht dann so nochmal. Boom. Und auf einmal wird es voll hell hier. Und die ist auch nur zur Deko. Ist ein Brahmim da? Gab ein Brahmim. Habe ich die jetzt hergebaut? Tatsächlich. Ich glaube, ein Brahmim ist da. Ah, hier wird es gehen. Da. Und da auch. Oder wie?
Aha. Ja. Weg damit. Das Licht muss reichen. Ein Brahmim. Ich habe ein Brahmim gehört. Okay, das rennt fort. Ich dachte schon, Carla wäre hier und habe mich gerade freuen wollen. Nix da. Nix mit freuen. So, hier ist ja eigentlich alles gut. Bewacht normalerweise. Hier könnte man noch so ein Geschütztürmchen raufknallen. Schrotflintengeschützturm. Braucht auch Strom. Nur das braucht keinen Strom. Dann bauen wir den nochmal hier rauf. So. So. Na komm. Hallo? So. Ja, das muss dann echt schon passen. Also, der schaut etwas zu rantig aus. So. Oh, ja, schön bewaffnet. Sicher wie in Abrahams Schoß. Was? Ich hoffe, das war gerade doch mit. Das räumen wir auch weg. Der ist nämlich kaputt. Die alten Lampen. Siehst, Straßenlaternen wäre auch so ein Thema, hm? Straßenlaternen wäre echt ein Thema. Das könnte man wirklich machen. Auch wieder mit einem Generator verbunden. Boah, das wäre echt eine Geschichte. Ich glaube, das machen wir auch. So, Lichtelein. Was wären denn schöne? Ich glaube, die gebogene. Ich glaube, die. Die oder die. Die wäre halt auch irgendwie hübsch. Oder einfach nochmal so eine. Die ist doch edel, oder? Die ist edel. Die ist hübsch. Die ist edel. Die machen wir. So, wie platzieren wir die jetzt am besten? Ich würde sagen so, ne? Dann könnte ich theoretisch die beiden Geschütztürmchen auch gegen Lasergeschütztürme ausbauen und austauschen. Bin echt gespannt, ob das hinhaut. So, eines. Dann würde ich sagen, hier ein. So. Dann würde ich sagen, hier. Ist sicher nicht komplett symmetrisch. Mit Sicherheit nicht. Dann würde ich sagen, hier ein her. Ich will ja nochmal probieren, auch ob das überhaupt klappen könnte. Oh, natürlich der Marktplatz, ne? Da wäre gut, würde ich sagen. Wie weit geht denn hier bitte die Wiese? Bis da? Ich würde sagen, bis da. Aber hier noch eine hin. Oh, hoppla. Die muss gedreht werden. Das schaut nicht mehr gut aus. So. So. Die müssten wir auch ein bisschen drehen. Na, ist doch zu wenig gedreht, hä? Ja. Oh ja, schaut besser aus. So, dann wäre hier eine nicht schlecht. So. Da bin ich echt gespannt, ob wir die verbunden kriegen. Hä? Wie sind die denn gedreht? Um Gottes Willen. Komm her. So müsste eigentlich passen. Ich werde sie hier hinstellen. So ist besser vielleicht.
noch ein Stück drehen. Meine Güte. Oh mein Gott, und der Part ist auch schon zu Ende. So, ich glaube, das passt so. Ja, dann werden wir noch hier ein paar hinstellen bis darauf und dann werden wir probieren, die mit Strom zu versorgen. Ich hoffe, es gelingt uns. Das wäre echt schön. Ich könnte es ja mal quasi so eine Art Probe probieren. Wie bist denn du darauf gekommen? Bevor sie da oben verhungern muss, bauen wir noch ganz schnell eine Treppe. Nanu? Falsch. So. So. Da. Bauen wir ihr doch glatt noch eine Treppe, damit die Arme nicht da oben am Dach verhungern muss. Wie die jetzt raufgekommen ist, ist mir absolut ein Rätsel. Aber bei manchen Leuten ist das eben so. Die können das. Keiner weiß warum. So. Bitteschön. Damit du auch wieder runter kannst. Fein. Ah ja, das schaut dann gar nicht so schlecht aus, finde ich. Wenn das noch alles schön beleuchtet ist, ist das hier sicher, sicher, sicher sehr heimelig. Ich hoffe es halt. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!